good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SGG mit Fuß wieder und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening von mir. Im Moment gibt es als Special Sets die 15 K-Packs und mit einem geilen Cover die 35 K-Packs in Pink, weil die Footies sind draußen, die pinken Spieler, hier sind die zu sehen, da sind die vier Spieler, es sind natürlich noch mehr. Hier zu sehen sind Dumia, Beroni und Quaresma. Dann gibt es noch Gündogan, Reus, Touré, Cavani, glaube ich. Und mehr fallen mir auf die Schnelle so wirklich nicht ein. Wollen natürlich einen erzielen. Ich wollte aber für das Pack Opening, das wird nicht lange gehen, weil wir auch nicht so viele Münzen mehr haben und ich will nicht zu viele Münzen verschwenden. Außer wir ziehen natürlich einen Bale oder einen Touré in Pink. Das wäre natürlich richtig nice. Und ja, ich muss es ansprechen, nämlich wird nächste Woche höchstens zwei Videos von mir kommen. Oder zwei bis drei. Kommt drauf an. Ich fand nämlich ab morgen, oder eher gesagt, das Video kommt jetzt am Sonntag, also ab heute von mir aus morgen um 11 Uhr von mir los, dann nach Dänemark zum Dana Cup. Dann werde ich keine Videos bringen. Oder ich versuche halt heute noch mindestens ein Buy for Sky Video aufzunehmen. Das wird dann Dienstag oder Mittwoch kommen und sonst, ja, wäre das, glaube ich, irgendwie, wir haben jetzt schon 16.16 Uhr, deswegen, ja, muss ich gucken, ob ich das noch irgendwie hinbekomme, sonst kommt noch ein schnelles Pack-Opening, aber, ja, solche schnellen Videos, die kommen eigentlich auch nicht so wirklich gut an. Falls ihr das sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video, dann veröffentliche ich das Video dann noch, das kann ich ja auch von Dänemark ausmachen, kann ich das ja einfach hochladen und dann auf privat stellen. Und falls ihr das sehen wollt, das Pack Opening oder vielleicht noch ein anderes Video, keine Ahnung, zweites Buy for Sky Video, dann gebt auf dieses Video jetzt hier einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Ja, das wollte ich jetzt kurz sagen und ja, das war eigentlich das Einzige, was ich sagen wollte. Packs, so viele Packs wollte ich eigentlich gar nicht ziehen, weil wir nicht mehr so viele Münzen haben, öffnen vielleicht so 3, 4, 5, 35 K-Packs, weil wir eh nichts Gutes ziehen. Das sieht man hier gleich auch im ersten Pack. Vielleicht haben wir noch einen guten Spieler im Duplikat. Davila, ja, immerhin 4000 Münzen, das ist immerhin was Gutes. Sonst, ja, Verträge und Fitnesskarten brauche ich ehrlich gesagt nicht mehr, davon habe ich genug. Kommen wir auch gleich zum nächsten 35 K-Packs. Die 100 K-Packs und 50 K-Packs kann ich leider auch nicht aufmachen, weil ich da halt nicht zu Hause bin. Hier ziehen wir ebenfalls nicht Gutes. Hoffentlich ziehen wir da jedenfalls wieder Münzen. Leider nicht, können wir alles ablegen. Und kommen wir zum dritten 35k Pack, nicht Packs. Sascha, genau, so läuft das nämlich. Und hier haben wir Robbie Keane von LA drin. Medal, der war letzte Woche im Team of the Tournament in Form. Aber wir ziehen ihn natürlich jetzt. Ist natürlich logisch, was auch sonst. Und sonst haben wir auch nichts Gutes drin und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum letzten 35k-Pack. Ist leider so, ich habe nicht mehr allzu viele Münzen und werde auch noch Buy for Sky und so aufnehmen. Und dafür braucht man natürlich auch Münzen und hier, oh mein Gott, yes! Futi Gündogan, richtig, richtig nice, jawohl! Mega nice, Alter! In Pink, Ekay Gündogan gezogen, mega, mega, mega geil! Im letzten 35k-Packs, aber jetzt werde ich wahrscheinlich noch mehr aufmachen. Ekay Gündogan. Über 100.000 Münzen wert. Richtig, richtig geil. Mega geil. Packen wir schnell auf die Transferliste und sonst haben wir hier auch keinen guten Spieler drinnen. Aber das reicht natürlich schon. Den ersten pinken Spieler haben wir gezogen und dann noch Lord Bettner. Was will man mehr? Der Lord ist auch noch im Pack. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Da haben wir fast alle Münzen wieder rausbekommen in diesem, ja, wenn er für 200.000 Münzen weggehen würde. Aber 100.000 Münzen, richtig, richtig geil. Und dann ziehen wir einfach noch ein Pack, weil wir halt Gündogan gezogen haben. Und der 100.000 Münzen wert ist. Hier ziehen wir leider keinen guten. Nee, Muslera, Alex war da noch, Campbell und sonst auch nichts. Und dann war es das von diesen kurzen Pack Opening 5x35k Packs und
hätte ich nicht dran geglaubt, einen richtig geilen Spieler gezogen. Nämlich Ilkay Gündogan. Mega nice. Auch richtig geile Werte. 100.000 Münzen wert. Den werde ich auch schnell verkaufen, weil er sonst wieder auf dem Mindestpreis ist und dann endlich weggehen wird. Deswegen schnell auf den Transfermarkt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, macht es gut und ciao.